The next fight in this influencer tournament, 3 Runden a 2 Minuten. Wir kommen zum Fighter in der blauen Ecke. 19 Jahre ist er jung, 1,69 Meter groß aus der Bundeshauptstadt Berlin. Begrüßen Sie Ilias Boxchamp. So, wir präzisieren aus Berlin. Nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. Now, ladies and gentlemen, the red corner. 35 Jahre ist er jung, gestern beim Wiegen genau am Limit auf der Waage, bei einer Körpergröße von 1,71 Meter. Begrüßen Sie aus der Hansestadt Hamburg, Schubo. Damit ist klar gesagt, Hamburger-Berliner Duell. Die beiden Großstädte schicken jeweils ihre Jungs hier in den Ring. Ja. Ja, wenn man sie lieber anguckt, okay. Der Mann hier rechts im Bild, deutlich schlanker, ganz junger Kerl, aber halt einfach viel, viel Boxerfahrung, viel Siegerfahrung schon gemacht. Und man sieht aber, er ist sehr motiviert aber auch. Ne? Also der ist total heiß, ich glaube, den könntest du die Fritten auf der bloßen Hand rösten lassen. Ja. So, der dürfte auch was Box im Sowjet, Power, was Speed im Sowjetstil. Ganz weit draußen die vorne, die linke. Im Sowjet. Technisch sehr gut. So, also Schubo sollte die Arme, die Fäuste eng beieinander lassen. Muss eine stabile Deckung bieten. So, aber Schubo schlägt mit, wunderbar. Lässt sich dann nicht irgendwie beeindrucken. Und Shoaev Boxchamp. Ja, der ist schnell, der ist schnell. So, zack, zack rein, zwei, drei Hände, zack, zack zurück. Ja, wunderbar, schnell getroffen, löst sich wieder vom Mann. Ja, da ist viel boxerische Qualität hier bei dem Mann in der blauen Hose. Genau, und dann geh weg, weil wenn der deutlich körperlich schwere Schubo kommt, der überrollt dich sonst. Ja. Die Fäuste vorne so ein bisschen pendeln, jetzt nimmt er sie wieder hoch. Aber Schubo, der lässt sich die Sache ja auch erstmal so ein bisschen schmecken. Geht zum Körper, geht tief runter. Macht vor allen Dingen eins, er macht sich sogar noch ein bisschen kleiner. Dann wird es schwieriger. Trotzdem Körpertreffer, den er hier mitnimmt. Nochmal, nochmal. Oh, die rechte war knackig, die war am Kinn. Also der Boxchamp, der schenkt auch ein bisschen was her hier. Ja. Ah, das ist eher so wie so hinpatschen. Also ich glaube, dass er Schubo auf die Bretter schickt. Ja, das also, da müsste er schon wirklich sehr, sehr sauber ihn am Kinn anwischen oder vielleicht so an der Schläfe. So, Schubo will jetzt ein bisschen mehr. Macht Druck. Ja, geht, drückt. Aber der Boxchamp ist einfach zu schnell für ihn. Und dann geht er halt mit dem Kopf sehr tief nach vorne. Nee. Zack, da war die linke drin, da tänzelt er vor und zurück. Ja, flink ist er, beweglich ist er. Oh, das war ein Impact auf den Handschuh. Schon ein bisschen sehr provokant, wie er da so mit den Händen so rumrudert. Treffer, aber dann kriegt er auch die Rechte von Schubo mit. Manu, was ist los? Hat sie die Stimme verschlagen? Oder bist du so fasziniert? Du schaust davon, du fokussierst richtig. Ich bin fasziniert von diesem jungen Kämpfer. Ich bin fasziniert von ihm. Also mit 19, da gibt es selten Jungs, die schon so... Guck mal, da gibt es noch Charme, ein bisschen Augenzwinkern. Ja, wie ist das? Spielt auch ein bisschen hier so. Ja. Woppa, woppa. Tap, tap, links, rechts, links, rechts. Er kriegt sogar die Ansage, komm, spiel mal, zeig mal. Ja.
Da geht er raus, oh, wieder rum. Oh, oh. Also boxerisch 1A der Junge. Boxerisch, oh shit. Ja, oh shit. Gutes Auge, gute Reflexe. Boxerisch 1A. Ja, jetzt wird der Schubo sauer. Stark, stark. Der verkauft sich aber gut hier. Sehr gut. Geht mit und hat ja auch seine Hut sozusagen hinter sich, ja. So, und guck, ja, da will er es nochmal zeigen, ja, der. So, und Elias kriegt jetzt gleich angesagt, raus. Also klar, er darf sich nicht in die Ecke stellen lassen, denn wenn Schubo trifft. Schnell auf den Körper gezogen, zwei Hände, linke sofort wieder in die Mitte nach. Deckung ist hier unten. Völlig, völlig offen, Elias. Ja. Dann geht er aber ganz tief runter. Da könnte er noch eine Mahnung kriegen. Mal ein bisschen den Kopf oben lassen soll. Oh, hier wird nochmal. Er macht schon. Das sind schon Muhammad Ali-hafte Spielereien. Au, oh, oh. Jawohl, tippelt. Schon sehr aufreizend lässig, was Elias Boxchamp hier so ja macht. Und ja, Schubo ist verärgert. So, gute Deckung hat er in dem Fall gemacht. Jetzt geht er selber rum, zieht nach. Oh. Jetzt lassen sie es beide ein bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, Schubo, der ist auch ausgelaugt. Ja. Das kostet ihn schon Kraft hier. Noch 15 Sekunden, dann ist es vorbei. Aber jetzt ist der Moment, wo es natürlich auch gefährlich werden jetzt kann. Jetzt könnte es noch mal richtig prekär werden, wenn er treffen würde. Aber Elias guckt ganz ordentlich die Sache sich an. Dann wird das abgeklingelt hier. Wie viele Runden haben wir hier in dem Kampf? 3 Runden. Ach, das war's. Das war's. Es ist vorbei. Meine Damen und Herren, der Boxsportfreunde, nochmal einen riesen Applaus für zwei Influencer, die einen richtig geilen Fight abgezogen haben. Ja, kann man so sagen. Schubo und Elias Boxchamp. Das offizielle Urteil, as we go to the scorecard, we got a winner by split decision, 2-1 Punktrichterstimmen, die blaue Ecke aus Berlin, Elias Boxchamp. Ja.